Kaum ein Ort in Deutschland wird derart mit Klischees betrachtet wie der Berliner Stadtbezirk Marzahn-Hellersdorf. Plattenbauten, alle der Kosmonauten, überall Rabauken in Marzahn. Aber lassen wir die Vorurteile einmal beiseite und schauen uns den Bezirk genauer an. Denn Marzahn-Hellersdorf ist anders als erwartet. Weit über den Bezirk hinaus bekannt sind die Gärten der Welt. 2017 soll hier die internationale Gartenschau stattfinden. Heute schon wird dafür kräftig gebaut. Nicht weit entfernt liegt Alt-Marzahn. Das denkmalgeschützte Angerdorf lädt mit seinem bäuerlichen Charme zum Verweilen ein. Die Hauptattraktion ist die alte Bockwindmühle. Auch heute noch können Besucher dort sehen, wie Korn zu Mehl gemahlen wird. Einen anderen Blick auf den Bezirk wirft das Kulturhochhaus Elfter Himmel. Wir möchten Menschen aus der ganzen Welt nach Marzahn locken, um ihnen zu zeigen, dass man hier gut leben kann. Im Kulturhochhaus gibt es drei verschiedene Einrichtungen. Die Pensionen, das Hochhauscafé und den Kinderkeller. Die Zimmer sind alle thematisch eingerichtet. Wir haben uns die Einrichtung zusammen mit Kindern und Jugendlichen ausgedacht, eingerichtet und die Handwerksarbeiten auch durchgeführt. Das Ambiente, es stimmt einfach alles hier. Der Service und auch die Sauberkeit. Ich kann einfach nur sagen, alles in allem ist fantastisch. Nirgendwo im Bezirk ist man dem Himmel so nah wie beim Skywalk, den der Bezirk, das Land und die DGWO gemeinsam ermöglicht haben. Wir eröffnen heute mit einem sogenannten Pre-Opening den DGWO Skywalk Marzahner Promenade. Die Idee zum Skywalk haben wir gehabt in 2012. Wir haben ganz häufig Anfragen von Besuchergruppen, die Berlin-Marzahn als besondere städtebauliche Einheit gerne von oben sehen würden. Das sehen Sie dann hier, eine freitragende Treppe, die so in knapp 70 Meter Höhe beginnt und spektakulär vor dem Gebäude hängt. Und Sie treten im Prinzip raus, laufen freihängend 70 Meter über Grund über eine Treppe. Und wenn Sie dann oben sind auf der Aussichtsterrasse, genießen Sie einen spektakulären Blick über den Bezirk, über die Marzahner Promenade, über Berlin und das gesamte Berliner Umland. Direkt unterm Skywalk liegt der Viktor-Klemperer-Platz. Hier befinden sich viele Sport- und Freizeiteinrichtungen, die in den letzten Jahren vom Bezirk erneuert wurden. Ein ungewöhnliches Sportprojekt wurde am Cäcilienplatz in Hellersdorf entwickelt. Ironisch greift es typische Situationen aus dem Alltagsleben der Bewohner auf. Die Station Urbaner Kulturen hat seit 2014 hier einen Standort am Cäcilienplatz im Rahmen des größeren Kunstprojekts Kunst im Untergrund, und da ist Hellersdorf Walkout eine künstlerische Arbeit von. Wir haben versucht, Bewegungen aufzunehmen, die sowieso im Viertel stattfinden, und haben die dann überführt in so Gymnastikübungen, die verschiedene Stationen darstellen, die man jetzt hier im Viertel turnen kann, wie so ein Trimmdichtpfad. Besetzung. Erstens sich hinsetzen, zweitens 5 Minuten Zeit nehmen und nicht zu viel denken. Am Helene-Weigel-Platz liegt das denkmalgeschützte Rathaus Marzahn. Und auf den angrenzenden Grün- und Wasserflächen erholen sich die Marzahner. Entspannt geht es auch auf der Marzahner Promenade zu. Die vielen kleinen Läden, die terrassierten Gärten und die Weitläufigkeit des Ensembles machen das Flair dieser Straße aus. Wer dagegen alles an einem Ort haben will, geht zum Eastgate, dem Einkaufscenter des Stadtbezirks. Raus aus der Großstadt, rein ins Grüne. Das geht in Marzahn-Hellersdorf schneller als gedacht. Der Bürgerpark ist nicht nur einer der größten lokalen Parks, sondern auch vielleicht der schönste. Das Wuhletal, das sich entlang des Laufes der Wuhle erstreckt, verbindet alle Stadtteile des Bezirks. Neubaubeuge. Man stellt sich vor eine Hauswand und Stück für Stück bis zur Oberkante beugt man sich nach hinten und da verharrt man dann. Wurzeln schlagen in Marzahn-Hellersdorf nicht nur Bäume, sondern auch Menschen. Beides gemeinsam kann man im Hochzeitspark Marzahn beobachten, wo Hochzeitspaare traditionell einen Baum pflanzen. Seit 2007 musste die Fläche mehrfach erweitert werden.
Platz zum Gärtnern gibt es aber auch an anderen Orten im Bezirk. Der Bürgergarten Helle Oasis ist entstanden, weil eben sich Anwohner eine Möglichkeit gewünscht haben, zu gärtnern und Grün zu haben hier auf der Fläche. Es war früher im Prinzip 10 Jahre lang eine Fläche, wo nichts war. Und es hat geheißen, diese Fläche wird so gestaltet, wie die Bürger, die hier rundum wohnen, das gern hätten. Ich bräuchte es eigentlich nicht, weil ich habe eigentlich auch einen Kleingarten, aber Kleingarten ist nicht dasselbe wie hier dieser Bürgergarten, weil hier ist die Gemeinschaft. In meinem eigenen Garten grabe ich so für mich selber rum. Es ist schön. Es ist auch toll zu sehen, wie ältere Leute ihren Wissensschatz reinbringen und jüngere Leute lernen. Und jüngere Leute aber auch mit neuen Ansätzen kommen und ältere lernen. Jeder lernt von jedem und so soll es sein. Der Garten der Begegnung ist ein öffentlicher Ort, der sich bei den Bürgern des Stadtbezirkes großer Beliebtheit erfreut. Wir bieten hier das Anbieten von Beeten an. Wir haben einen Bereich, wo wir im Wesentlichen Veranstaltungen durchführen können. Insbesondere haben wir auch viele Projekte, die den sozialen Charakter tragen. Und wir machen dazu noch für Kinder und für Jugendliche Natur- und Umweltbildung. Feste zu feiern ist für den Bezirk sehr wichtig. Sie stärken die Nachbarschaft und zeigen nach außen, wie vielfältig Marzahn-Hellersdorf ist. Ein Fest von vielen ist das traditionelle Mond- und Drachenfest. Es gilt der Ehrung des Mondes und soll böse Geister vertreiben. Feuchtfröhlich geht es auf dem Wasserfest am Barnimplatz zu. Heute beteiligt waren die Berliner Wasserbetriebe, die ihre Druckerhöhungsstationen geöffnet haben, sodass vor allen Dingen die Eltern, aber auch die Kinder ganz interessiert sich mal dieses Gebäude von innen angeguckt haben, was für sie ansonsten verschlossen war und gesehen haben, wie das Wasser in ihre Haushalte kommt. Diese Übung leitet sich von den verschiedenen Klappschildern her. Müsst ihr mal genau hinschauen. Seit 2005 findet jedes Jahr das Promenadenbuffet statt. Das Promenadenbuffet hat ganz klein gestartet und jetzt haben wir eigentlich ein richtig großes Fest daraus gemacht, sodass wir jedes Jahr uns darauf freuen und das Promenadenbuffet ist bereits eine Tradition im Quartier. Heute macht dann eine Gurkensuppe. Das ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Ich glaube, die gibt es recht häufig in der Türkei. Wir haben vor 3,5 Jahren das Netzwerk Nachbarschaft ins Leben gerufen. Eine Initiative, die zum Ziel hat, hier in Hellersdorf die Nachbarschaft wieder ein bisschen mehr zusammenzubringen, dass man nicht nur einfach sitzt und quatscht, sondern sich auch wirklich mal hilft. Die Einwohner des Stadtbezirkes sind zwar jünger als der Berliner Durchschnitt, aber es gibt auch vieles für Senioren. Wir treffen uns einmal im Monat zu einer Steuerungsrunde. In dieser Steuerungsrunde planen wir monatliche Themenfrühstücke an unterschiedlichen Stellen mit den Interessen der Einzelnen. Und darüber hinaus versuchen wir auch noch die Probleme in Gesprächsrunden zu bearbeiten. In dem Projekt interessiere ich mich besonders für die Kultur. Das heißt zum Beispiel um die Geschichte Marzahns, aber auch um das Zusammenleben mit den Russlanddeutschen, damit eine bessere Beziehung hier in diesem Stadtteil entsteht. Die Alice-Salomon-Hochschule hat einen guten Ruf, weit über den Stadtbezirk hinaus. In gemeinsamen Projekten unterstützen die Studenten den Bezirk dabei, sich den Herausforderungen der Zukunft zu stellen. Im Rahmen eines dieser Projekte fand das Grillfest am Kastanienboulevard statt. Kastanienboulevard, traumhaft schön, aber keine Ladenbesitzer mehr. Wir wollten dem halt ein bisschen auf die Spur gehen und nachfragen, woran liegt es. Und dabei war uns ein großes Anliegen, die direkten Anwohner zu fragen. Und auch noch ein wichtiger Punkt ist der Kontakt zwischen Anwohner und Geflüchteten. Also das versuchen wir halt auch zu verbinden. Wie kann man die Geflüchteten integrieren in den Kastanienboulevard, dass auch sie sich hier wohlfühlen und auch gern hierher kommen, um vielleicht Sachen einzukaufen und nicht so isoliert in ihrem Flüchtlingsheim bleiben. Na, ich denke, dass der erste Schritt halt getan ist für die Menschen, die hier wohnen, die so unterschiedlich wie sie halt sind, ist irgendwie wichtig, erstmal sich kennenzulernen. Und man merkt das halt bei so einem Fest relativ stark, dass genau so eine einfache Sache wie Musik, die Leute anfangen irgendwie zu tanzen und dadurch einfach eine schöne Stimmung herrscht und irgendwie alle mit einem schönen Gefühl irgendwie nach Hause gehen und sich ein Stück weit mehr mit ihrem Viertel halt identifizieren können. Für den kleinen Lesehunger zwischendurch gibt es mobile Bücherboxen und Bänke, die an Straßenecken im Kiez auf Leser warten.
Wer mehr Lesestoff braucht, geht zur zentralen Bibliothek Mark Twain am Viktor-Klemperer-Platz. Diese Übung geht auf die Beschilderung im Viertel ein und heißt dann auch Schildern. Die ist nicht ganz so einfach. Ich zeige sie einfach mal vor, sozusagen für Fortgeschrittene. Mehrere Quartiersschulen im Bezirk stehen auch nach dem Unterricht als Lern- und Begegnungsorte für die Nachbarschaft offen. Auch das Helleum in der Kastanienallee 59 ist ganztags geöffnet. Hier gibt es eine prämierte Lernwerkstatt für naturwissenschaftliche Bildung. Kinder und Lehrer erforschen hier gemeinsam Umwelt und Natur. Es gibt viel zu entdecken. Die Jugendarbeit im Stadtbezirk widmet sich dem Ziel, das Leben für Familien attraktiver zu machen. Der Jugendclub U5 wurde ja umgebaut zu einem hochmodernen Jugendclub. Wir haben hier einen Kreativraum, eine Siebdruckwerkstatt, eine Holzwerkstatt und einen großen Garten. Der U5 macht ja auch Nachbarschaftsarbeit. Wir arbeiten ganz eng mit vielen Eltern auch zusammen, machen auch monatlich einen Treff mit den Eltern, wo dann Probleme besprochen werden. Die können mit ihren Problemen zu uns kommen. Was neu dazugekommen sind, die Flüchtlingskinder, mit denen wir jetzt auch zusammenarbeiten und die auch in die Angebote mit eingebunden werden. Der mehrfach ausgezeichnete Zirkus Kabuwazi zählt zu den größten Kinder- und Jugendzirkussen Europas und arbeitet eng mit vielen Schulen im Bezirk zusammen. Und in der Halfpipe des Jugendclubs Senfte trainieren Skater, Biker und andere Rollkünstler. Anfang des Jahrtausends reagierten die lokalen Wohnungsunternehmen kreativ auf den bedrohlich wachsenden Leerstand. Längerfristig leerstehende Wohnblocks wurden zum Teil rückgebaut. Mit den Ahrensfelder Terrassen entstanden etwa 450 Wohnungen, die heute ein beliebtes Wohnquartier bilden und Fachpublikum aus der ganzen Welt anziehen. Bei der Freiflächengestaltung und dem Wohnungsrückbau im Schorfheideviertel wurden die Anwohner um ihre Meinung gebeten. Dabei entstanden die praktischen Multifunktionsboxen und die künstlerischen Hirschskulpturen. Hier gibt es diese Skulptur Begegnung, eine bereits bestehende Skulptur. Und wir machen eine Erweiterung. Die sieht so aus. Das kann man auch zu mehreren ausführen. In der Galerie M beschäftigen sich Ausstellungen und Aktionen künstlerisch mit dem Stadtraum und seinen Eigenheiten. Wir haben hier so einen kleinen Schrebergarten aufgestellt, den wir jeden Tag woanders, an einer anderen Stelle hier im Bezirk aufbauen. Und wir laden ein zum Kräutertee. Wir machen dieses Projekt, weil wir die Kunstvermittlung von der Ausstellung in der Galerie M, Mein Garten, ein Paradies, machen. Also wir weisen sozusagen dann nach dem Gespräch und nach dem Tee auf die Ausstellung hin. Vorher war die Galerie M eher ein Ort der klassischen Kunst und wir haben jetzt das Programm entwickelt in eine Richtung der Öffnung. Es sind immer Ausstellungen, die von den Künstlern entwickelt werden für diesen Ort. Ich bin seit 5 Jahren hier in Marzahn und habe hier mein Atelier und zwar durch das Atelierprogramm der Galerie M. Für mich war es eine ganz bewusste Entscheidung, dadurch, dass das Konzept der Galerie M mir sehr entsprochen hat. Deswegen habe ich mir Synergieeffekte versprochen und das ist auch so. Ein besonderes Kulturprogramm bietet das Tschechow-Theater. Wir haben Veranstaltungen für jede Zielgruppe und für jede Altersgruppe. Und das Wichtigste ist aber auch für Preise, die sich jeder leisten kann. Wir haben mehrere Veranstaltungsreihen. Dazu gehören Theaterkabarett, Theatergastspiele und vieles mehr. Eine Besonderheit nach den deutsch-russischen Aufführungen ist, dass wir uns mit dem Publikum zusammen am Tisch setzen, damit wir uns auch Feedback verschaffen. Denn immerhin sind es keine Profis, das sind alles Hobbydarsteller. Im Orwo-Haus geht es musikalisch zur Sache. Das 6-stöckige Haus beherbergt Proberäume und viele weitere Angebote für die Musikszene im Berliner Osten. Das Haus ist 2004
von uns in Beschlag genommen worden, nachdem Original Wolfen hier irgendwann mal Farbfilme hergestellt hat. Wir haben einen Kredit von der Bank bekommen, damit wir es kaufen können. Und seitdem passieren hier richtig viele Sachen für Musiker. Neben den 100 Proberäumen haben wir hier auch unter anderem einen Tourbus, eine Instrumentenwerkstatt, einen Schlagzeugbauer, ein Bandbüro, eine Radiosendung, ganz, ganz viele Veranstaltungen, Showroom und bald auch eine Veranstaltungshalle. Wir organisieren uns auch mit den Einheiten, die es hier sonst so im Bezirk gibt. Zum Beispiel organisieren wir uns auch mit der Alten Börse, indem wir einmal die Woche, immer sonnabends, eine Band hinschicken, die dann einfach dort für eine schöne Abendatmosphäre sorgt. Just get up, take it, please. Just get up, don't hide it. Im Vergleich zur Innenstadt, wo man ein höheres Künstleraufkommen hat, gerade auch Gastronomen nicht immer gewillt und geneigt sind, jetzt Gagen zu zahlen. Und das Engagement hier ist eigentlich so, dass es, gerade wenn du alleine auftrittst, das wirklich in Ordnung ist. Herzlichen Dank. Durch die Tatsache, dass wir oft hier waren, hatte man so ein Gefühl von nach Hause kommen ganz schnell. Ich muss sagen, dass ich einfach von diesem Bezirk Marzahn-Hellersdorf überzeugt bin, weil wir Älteren sehr viele Möglichkeiten haben, aktiv zu werden. Für uns ist es sehr interessant, Menschen zu treffen, die ein Bild von Marzahn haben, was sich aber dann verändert, wenn sie hier ein paar Tage gelebt haben. Das, was wir zurzeit erleben, ist, dass Marzahn zum Trend wird. Als ich hierher kam, hatte ich eigentlich das Gefühl, so ein bisschen, vielleicht auch wegen dem schönen Wetter, so ein bisschen eine Ferienanlage. Hier herrscht eine gewisse Offenheit. Was ich an Marzahn mag, ist das viele Grün, dass hier einfach viel Platz ist, viel Fläche, viel Weite. Kein Ort des Mangels, sondern so ein Ort der Identifikation. Ich denke, es wird noch schöner aus. Zu Hause fühle ich mich einfach hier. Wir fühlen uns sauwohl, ehrlich sagen. Dadurch, dass es hier einfach verdammt viele Leute gibt, die mir irgendwie auch ans Herz gewachsen sind, auch in meinem Umfeld, mache ich doch Kultur hier. Marzahn-Hellersdorf. Berlins beste Aussichten. Ideas and a heart free of fears. Take courage for yourself and simply tweak your gears. Ain't no one's gonna do it for you. Just get up, take your place. Just get up, don't hide your face. Just get up, take your place. Just hit the road with all your grace.